Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei der Filmfloh und ich bin wieder froh, dass ihr hier auf dem Kanal dabei seid. Ja, hier handelt es sich diesmal um mein leider verspätetes Video zu der Filmbörse in Neuss. Ich muss sagen, es war eine Filmbörse, die anders war ein wenig wie alle anderen bisher. Aber warum das so war, das seht ihr jetzt selbst. Ja, die Filmbörse in Neuss hat am 5.9.2021 stattgefunden und ja, ich muss sagen, sie war etwas anders wie sonst. Es war fast schon, ja, es war anders. ich war mit zwei Freunden da, die ich privat kenne und ja, ich hatte dann vor Ort wieder die Möglichkeit, den guten Movielu zu treffen. Und ja, wir sind dann wieder über die Filmbörse, haben uns dann verschiedene Händler angeschaut, uns die wirklich wieder großartige Auswahl angeschaut. Es lagen auch wieder Mediabooks dort aus, zu Filmen, die ich auch da nicht immer auf dem Schirm hatte. War doch wirklich klasse, da wieder das eine oder andere zu entdecken. Und ja, es lief dann aber doch alles ein bisschen anders, wie ich dachte. Der gute Movielu hatte dann die Möglichkeit vorher schon gehabt, den Filmangler und auch den Filmonkel zu treffen. Aber ja, das war halt schon etwas früher am Morgen. Und ja, der gute Filmflo war noch nicht so früh wach. Der kam nämlich erst um 11 Uhr zur Filmbörse und da waren, glaube ich, schon alle weg, außer der Movielu und der Cinemanuel, den ich dann auch noch später kennenlernen durfte. Ja, und dann habe ich mich auch noch mit einem Händler auf der Filmbörse unterhalten über den derzeitigen DVD- und Blu-ray-Markt und die damit verbundene Kaufkraft. Ja, wie viele Leute gehen wirklich noch hin und kaufen physische Medien und wie viele streamen mittlerweile. Und das war doch wirklich ein ganz, ganz interessantes Gespräch, weil er auch der Meinung war, die Abteilungen, also die Filmabteilungen in verschiedenen Elektromärkten, würden seiner Meinung nach halt wirklich aussterben. Ja, also alles, was so ein bisschen in Richtung Mainstream-Publikum geht, wird es vielleicht in Zukunft wirklich nicht mehr so geben, wie wir es heute kennen. Ja, es könnte vielleicht noch den einen oder anderen Elektronikmarkt geben, der sagt, hey, wir haben immer noch irgendwie zwei, drei Regale mit den Bestsellern und vielleicht den Neuheiten, ja, so wie eine Charts-Präsentation. Aber dann würde es wahrscheinlich schon sehr, sehr dünn werden, zumindest im Einzelhandel. Und ja, er sagte halt wirklich, man merkt es einfach, die Leute streamen halt wirklich immer mehr und das macht sich dann doch wirklich am Mainstream-Publikum dann wirklich bemerkbar. Und ja, Filmbörsen würden seiner Meinung nach sich dementsprechend auf dem Markt halten, weil ja, du da halt wirklich eine sehr viel speziellere Auswahl hast. Ja, du hast dann halt Titel wirklich dort auch, die du halt nicht irgendwie mal eben schnell bekommst. Ja, ich meine, gut, das Internet bietet verschiedene Möglichkeiten, aber auch da haben wir dann verschiedene Dinge, die dann wieder mit Ausweisprüfung und so weiter verbunden sind. Und da ist doch so ein Filmbörsentermin, wie er jetzt in Neuss stattgefunden hat, doch wesentlich bequemer für den einen oder anderen. Vor allem, da die Filmbörse in Neuss jetzt wirklich jetzt monatlich bisher stattgefunden hat, seit Juli. Und auch jetzt im Oktober wieder eine Filmbörse stattfinden wird. Und ja, da bin ich auch mal wirklich sehr, sehr gespannt, denn diese soll jetzt auch noch mal im Freien stattfinden, so wie jetzt auch wieder das im September der Fall war. Und ja, das hat mir auch im Juli auch schon sehr, sehr gut gefallen, wie ich zuletzt da war. Das hatte halt wirklich schon einen sehr, sehr schönen Charakter. Das hatte schon wirklich ein bisschen was vom Flohmarkt. Und wie gesagt, soll halt auch im Oktober so noch mal stattfinden. Und danach geht es dann wieder in die bekannte Halle in Neuss. Wir müssen mal abwarten, was der Oktober noch so wettertechnisch bringt. Natürlich liegen da auch so ein bisschen die Sorgen bei den Händlern. Ja, wenn es dann regnet und stürmt, ja, dann bleibt auch der ein oder andere Händler dann zu Hause, auch wenn es dementsprechend eine Filmbörse geben würde. Ja, dann gab es eine Ausbeute. Die ist nicht von der Filmbörse Neuss. Are you serious? Ich habe nämlich das Problem, ja, wenn man auf eine Filmbörse geht, sollte man nicht Wochen vorher irgendwelche verschiedenen Filme irgendwo mitnehmen oder bestellen oder sonst was.
weil sonst hat man das Problem, dass man auf der Filmbörse nicht mehr so viel findet. Ja, und so hatte ich irgendwie noch die Hoffnung, einen Spontankauf dort zu tätigen. Aber ja, den hat es dann leider nicht gegeben. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, natürlich hätte man jetzt auch hingehen können, hey, den Film nehme ich jetzt einfach mal mit, wenn ich sowieso schon hier bin. Aber ja, auch ich habe nicht zu viel Geld zu verschenken. Und was soll ich da wirklich mitnehmen, wo ich sage, nee, das passt nicht so in meine Sammlung oder den Film würde ich jetzt so wahrscheinlich nicht mehr so oft schauen. Ja, dann ist es halt jetzt mal eine Filmbörse geworden, wo es keine Updates gab. Und wie gesagt, es ist auch damit verbunden gewesen, dass das ein oder andere schon hier zu Hause auf mich gewartet hat, beziehungsweise hier der Turm hier quasi noch abgearbeitet werden muss. Und ich habe euch jetzt hier nur eine kleine Auswahl in die Kamera gehalten von dem, was ich euch jetzt so in den nächsten Tagen auf dem Kanal hier auch zeigen möchte. Und da ist dann auch sowas hier Exotisches mit dabei. Ich habe nämlich unter anderem in Japan gekauft. Ja, ich habe mir den zweiten Ralph-Film, ja, von Walt Disney, ja, also Chaos im Netz hierzulande, habe ich mir als 4K, 3D und Blu-ray gekauft. Und ja, ihr seht es. Das Ganze in Japanisch und ihr werdet euch jetzt denken, warum kauft der Filmfloh jetzt auch noch Filme, die es in Deutschland gibt, regulär in Japan? Ja? Schaut das nächste Video. Erkläre ich das Ganze euch nochmal genauer. Ja, das war so viel zu dem Händlergespräch und ja, wie gesagt, danach gab es gar nicht mehr so viel Filmbörse auf der Filmbörse, weil wir sind wirklich auf den Bänken so ein bisschen sitzen geblieben, haben da halt ein bisschen was zusammen getrunken, nette Gespräche gehabt und wir waren auch unheimlich lange da im Verhältnis zu sonst. Ich glaube, es war so gegen 14:30 Uhr, 14 Uhr sind wir ungefähr nach Hause gefahren wieder. Und ja, war wirklich ein unglaublich toller Tag. Ich habe, wie gesagt, den Zinnemanuel dort noch getroffen und das war für mich halt wirklich was ganz Besonderes, muss ich hier nochmal sagen an dieser Stelle, weil der gute Manuel wirklich einer der ersten YouTuber war, die ich mit einem Filmkanal wirklich verfolgt habe und es immer noch heute sehr, sehr gerne tue. Und ja, war schön. Also da auch mal wirklich die Person kennenzulernen, ja, die man da selber jahrelang nur über YouTube kannte und ja, plötzlich steht man dann vor so jemandem und das war für mich, wie gesagt, ein recht toller Moment. Ja, dann würde ich sagen, es hatte auch noch ein bisschen Zeit auf der Filmbörse zu filmen und wen das noch interessiert und ja, ein kurzes Abschlussfazit von mir und Movielu hören möchte. Der schaut jetzt noch rein und ich sage an dieser Stelle schon mal, macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao. So, das war die Filmbörse im Monat September und ja, wir sitzen hier in der prallen Sonne. Und ich komme gar nicht klar. Ne? Kurzes Fazit, wie war es für dich? Warm. Warm. Und aber schön tatsächlich. Wir haben viele coole Leute kennengelernt und auch den einen oder anderen Abonnenten getroffen. Der Angler war mit am Start, der Filmonkel, den Cinemanuel haben wir getroffen. Und ja, ich fand's cool, muss ich ganz ehrlich sagen.
Auch wenn die Ausbeute wieder sehr, sehr klein war, bei mir zumindest. Also ich muss auch sagen, also wir haben ein bisschen gestöbert, haben uns die verschiedenen Tische angeguckt und sind letztendlich hier quasi hier neben dem Foodtruck gelandet. Und ja, sind hier was trinken und essen gewesen und das war eigentlich schon fast ja, das Hauptevent. Ja, sieht tatsächlich so aus, aber naja, mein Gott, ne? Ich sag mal, ich gehe auch immer hauptsächlich hier hin, weil ich so ein bisschen das Erlebnis cool finde, hier ein bisschen zu stöbern, mich mit Leuten zu unterhalten und so weiter. Das Kaufen an sich ist dann immer eher Nebensache, ne? Aber naja. So sieht's aus. Aber es freut mich wieder, hier verschiedene Leute getroffen zu haben, genauso wie dich. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ein besonderer Gruß geht raus an alle, die dankend eine Leckmuschel angenommen haben. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Hinterlasst gerne ein Abo und aktiviert die Glocke.